Hallo und willkommen zurück. Ich melde mich diese Woche ein bisschen verspätet, weil mir die Woche quasi zwischen den Fingern zerronnen ist. Es war einfach keine Zeit zum Video machen. Darum gibt es heute kein Samstag, sondern ein Sonntagsvideo. Und heute gibt es wieder mal eine Verpackung. Verpacken werden wir Gewürze. Ich habe mir gedacht, das Jahr 2020 war ja nicht so prickelnd. Von dem her kann es 2021 ja eigentlich nur besser werden. Und habe beschlossen, 2021 gibt es mehr Würze. Dafür habe ich mir mit dem Stempelset Kreative Grenze und dem Stempelset aus der Kreativwerkstatt so ein kleines Schildchen vorbereitet. Dieses Schild hier findet man bei den kreativen Grenzen. Das habe ich mit Sahara-Sand aufgestempelt. Und mit den kleinen Buchstaben aus der Kreativwerkstatt habe ich dann für mehr Würze in 21 reingeschrieben. Das wird unsere Deko für die Verpackung. Und die Verpackung selber, wir haben jetzt für diese grünen Gewürze in grüner Apfel basteln. Dafür habe ich mal ein Stück Farbkarton in 26 x 21 cm vorbereitet. Dazu habe ich 4 Stück Farbkarton in Blutorange in 9,1 x 4,6 cm und ein Stück in 4,6 x 4,6 cm für den Deckel. Und als zweiten Aufleger habe ich ein Designerpapier aus der neuen Celebration genommen. Und zwar ist das Designerpapier Sommerbeeren. Das ist eine 120 Euro Prämie. Da gibt es ein Stempelset und ein Designerpapier in Kombi. Und dieses Stempelset ergänzt sich zu einem Set aus dem neuen Frühjahr-Sommerkatalog. Werde ich euch aber ein anderes Mal zeigen. Heute nehmen wir nur das Papier und da habe ich 4 Stückerl in 8,6 cm x 4,1 cm und ein Stück in 4,1 x 4,1. Das heißt, in einem ersten Schritt werde ich die mal übereinander kleben. Das machen wir gleich. So schaut es übrigens auf der Rückseite aus, also da erkennt man schon die Beeren. So, die Aufleger sind fertig, die legen wir uns zur Seite. Und für unsere Verpackung brauchen wir unser Schneide- und Falzbrett. Legen den Farbkarton an der langen Seite an und falzen ganz einfach bei 5, 10, 15, 20. Muss ich ein bisschen rüber, sonst seht ihr mich nicht mehr. Und 25. Dann bleibt uns noch ein Zentimeter Klebelasche. Wir drehen um 90 Grad und falzen bei 5 cm. Bei 14,5 cm. Und bei 19,5 cm. Als nächstes brauchen wir Schere. Wir schneiden uns hier das kleine Rechteck weg, das brauchen wir nicht mehr. Das hier ist eine Klebelasche, das heißt, da können wir abschrägen. Dann schneide ich mal hier die Falzlinien raus. Beziehungsweise das letzte Quadrat kann ich ganz wegschneiden. Und bei den anderen Quadraten schneide ich nur die Falzlinie heraus.
Von der oberen Seite schneide ich mir diese beiden kleinen Rechtecke weg. Hier schräge ich wieder ab, weil ich ja die Klebelasche habe. Das bleibt das Ganze stehen. Hier schneide ich bis zur zweiten Querfalz hoch, beziehungsweise das mache ich jetzt einfach mal bei allen verbleibenden Rechtecken. Das ganz Äußere darf wieder weg. Das nächste kürze ich mal auf circa 1,5–2 cm. Und schrägen wir es ein bisschen an. Knicken wir die Falzlinie nach, weil das nächste darf wieder ganz weg. Und dieses hier kürze ich mal wieder auf 1,5–2 cm und schrägen wir es dann an. Das hier wird die Einstecklasche, das heißt auch die können wir schräg, ganz leicht anschrägen oder mit einem Eckabrunder anrunden. Ich schräge hier der Einfachheit halber einfach mal ab. In dem nächsten Schritt können wir schon alle Falzlinien nachziehen. Und die äußere Falz falte ich auch in die andere Richtung auf. Dann bringe ich mal Klebeband auf meine Klebelasche auf. Schau, dass ich hier gut an die Kante komme. Und nehmen wir anschließend eine Handstanze, die mir gefällt und die nicht breiter als 4,5 cm ist. Knicken wir die Klebelasche ein und stanzen wir ein Sichtfenster aus. Schau, dass ich da ziemlich genau mittig bin. Und jetzt zeige ich euch, warum ich vorher das Klebeband aufgebracht habe, weil ich jetzt hier nicht tricksen muss mit dem Kleber. Das heißt, wir können auch schon zukleben. Ich ziehe mir das Trägerpapier ab und falte mir einmal zu und habe so eine Box, die ich vorne verschließen kann. Das falte ich mir einmal nach. Und wer mag, kann sich hier für innen nochmal ein Stück flüsterweißen Farbkarton zuschneiden in 9 x 4,5 cm, um hier eine kleine Botschaft reinzuschreiben. Als nächstes werden wir im Boden zukleben. Hier ist vorne, das heißt, ich beginne von der Rückseite einzufalten, falte mir dann die Seitenteile ein und klebe oben zu. Das mache ich mit Flüssigkleber. Und
und wenn meine Box verklebt ist, müsste ich auch den Deckel gut schließen können. Und meine Grundbox steht einmal. Meine Lasche für vorne möchte ich gern mit einem Band verschließen, weshalb ich mal die Box so anlege, dass ich hier auf der dicken Linie die Mitte habe. Ich nehme mal wieder ein doppelseitiges Klebeband, kann man natürlich auch umdrehen. Und bringe mal möglichst mittig. Mal fast rund ums Klebeband an. Suchen wir dann ein passendes Band. Ich habe mich hier für dieses Band in Leinenoptik entschieden. Das ist aus der Ewiges Grün Serie. Und nehmen wir da ungefähr 50 cm. Und das klebe ich mir hier rundherum an. Das heißt, ich fange vorne an, mir das Trägerpapier zu lösen. Ziehen wir das einmal rundum. Und wenn ich mein Band drauf gebracht habe, dann klebe ich meine Aufleger drüber. Das mache ich auch mit Flüssigkleber. Im Grunde genommen ist das ja eine relativ simple Box. Ich habe mir nur gedacht, ich möchte mal was anderes verschenken zu Silvester. Als Schornsteinfeger, Schwänderl, Schwammerl und Co. Und bin so auf die Gewürze gekommen. Ich denke mal, das ist auch was, was fast jeder brauchen kann, außer die absoluten Nicht-Köche natürlich. Aber auch bei Gewürzen gibt es ja von bis. Und es gibt ja auch Gewürzmischungen, die man über fertige Gerichte drüber streuen kann. Und somit ist wieder jedem geholfen. Und man hat mal ein bisschen was anderes mit, als man vielleicht erwarten würde. Und wenn ich hier jetzt meine Kräutermischung einfülle, sehe ich im Sichtfenster schon, dass mich gute Laune erwarten wird. Wie gesagt, hier ist Platz für eine kleine Botschaft. Dann binden wir uns das mit einem Marschall zu. Kürzen uns das noch ein bisschen ein. Ich mag ja dieses Band, das ist so schön weich, mit dem bringe auch ich schöne Maschen zusammen. Nehmen wir dann noch mein vorbereitetes Schild und ein paar Abstandsklebepads. Ich nehme hier die kleinen, weil ich die großen gerade nicht in der Nähe habe.
bringe mir das Schild ein bisschen schief auf meiner Box an, schaue dann, was ich noch an Bling Bling und Glitzer habe, nehme mir die ganz einfachen, klaren, Silvester darf es gerne ein bisschen funkeln. Da geben wir noch einen her. Und einen kleinen hier oben. Und das war's schon mit meinem nicht ganz so üblichen Silvester-Mitbringsel. Kleine Gewürzdose in netter Verpackung. Ich hoffe, meine Idee hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Lust zum Nachbasteln. Wenn ja, wisst ihr ja, freue ich mich über ein Foto auf Instagram unter Basteln mit Ina Stempelt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss!